Sehen Sie, und das ist das Denkmal. Also wie gesagt, außerhalb der Grenze des Lagers, und die Grenze war hier sozusagen auf diesem Damm. Jetzt ärgern sich manche Leute, warum das Denkmal außerhalb des Lagers ist. Der Gedanke aber war, dass das Denkmal am Ufer des Flusses sein muss, damit es vom Fluss aus, von der Brücke aus, von der Festung aus sichtbar ist.